Die Bewusstseinsebenen. Das vertikale System der Bewusstseinsebenen. Bei der Organisation der Teile des Wesens gibt es zwei Systeme, welche gleichzeitig aktiv und miteinander verbunden sind. Ein vertikales System und ein konzentrisches System. Das vertikale System ist wie eine Stufenleiter, die aus verschiedenen Bewusstseinsebenen besteht, angefangen von der niedrigsten, dem Unbewusstsein, bis zur höchsten, dem Satchit-Tapas-Ananda. Die höhere Hemisphäre, das Königreich des vollkommenen und ewigen Geistes, wird durch die Vermittlerebene des Übermentals, welche auch einige andere vermittelnde Ebenen mit einschließt, von der niederen Hemisphäre getrennt, wo der Geist vom Verstand, Leben und Körper bedeckt ist. Die höhere Hemisphäre und die Vermittlerebenen bilden gemeinsam das Überbewusstsein. Höhere Hemisphäre, Satchit-Tapas-Ananda, supramental. Vermittlerebenen, übermental, intuitives Mental oder Intuition, erleuchtetes Mental, höheres Mental. Niedere Hemisphäre, Mental oder Verstand, Vital oder Leben, Physis oder Materie, Unterbewusstsein, Unbewusstsein. Das Überbewusstsein. Das Überbewusstsein besteht aus den höheren Bewusstseinsebenen über den gewöhnlichen Verstand, von wo das höhere Bewusstsein in die niederen Ebenen des Wesens herabsteigt, um langsam aus dem mentalen Halbtier den spirituellen Menschen zu entwickeln. Das Überbewusstsein umfasst die Ebenen jenseits des Mentals, das heißt die höchste Wirklichkeit, bezeichnet als Satchit-Tapas-Ananda, Sein, Bewusstsein, Kraft, Glückseligkeit und das Supramental, sowie in absteigender Reihenfolge die höheren Ebenen des Mentals, das heißt das Übermental, das intuitive Mental, das erleuchtete Mental und das höhere Mental. Satchit-Tapas-Ananda. Das eine göttliche Wesen hat vier Aspekte. Sein, Sat, Bewusstsein, Chit, Kraft, Tapas und Glückseligkeit, Ananda. Das göttliche, das höchste Wesen, von dem alle und alles kommen, in dem alle und alles sind und zu dem alle und alles zurückkehren, ist Sein, Bewusstsein, Kraft, Glückseligkeit, Sat, Chit, Tapas, Ananda. Es manifestiert sich als unendliche Existenz, deren Essenz das Bewusstsein mit seiner innewohnenden Kraft ist. Die Essenz des Bewusstseins ist Glückseligkeit, Selbstfreude. Satchit-Tapas-Ananda ist eine ewige Existenz, welche wir dann sind. Ein ewiges Bewusstsein, welches ihre Arbeiten in uns und anderen betrachtet. Ein ewiger Wille oder eine ewige Kraft jenes Bewusstseins, welches sich in unendlichen Tätigkeiten ausdrückt. Eine ewige Glückseligkeit, welche sich an sich selbst und allen ihren Tätigkeiten erfreut. Es selbst als das Höchste ist dauerhaft, unveränderbar, zeitlos, raumlos und ruhig in der Unendlichkeit seiner Tätigkeiten, nicht veränderbar von ihren Veränderungen, nicht getrennt von ihrer Vielheit, nicht vergrößert oder verkleinert von den Fluten und Ebben in den Gewässern der Zeit und des Raums, nicht verwirrt von ihren scheinbaren Widersprüchen oder begrenzt von ihren vom Göttlichen beabsichtigten Begrenzungen. Satchit-Tapas-Ananda ist die Einheit der Vielseitigkeit der manifestierten Dinge, die ewige Harmonie aller Variationen und ihrer Gegensätze, die unendliche Vollkommenheit, welche ihre Begrenzungen rechtfertigt und das Ziel ihrer Unvollkommenheiten ist.
das Supramental. Das Supramental ist das Wahrheitsbewusstsein, das göttliche Wissen, die höchste göttliche Bewusstseinskraft, welche im Universum wirkt. Es ist ein Prinzip des Bewusstseins, das über dem Mental liegend in der grundlegenden Wahrheit und Einheit der Dinge existiert und wirkt und nicht wie das Mental in ihren phänomenalen Manifestationen und Trennungen. Sein fundamentaler Charakter ist Wissen durch Identität, durch welches das Selbst, das göttliche Sein, Bewusstsein, Kraft, Glückseligkeit sowie die Wahrheit der Manifestation erkannt werden. Gemäß Sri Aurobindo bedeutet der Terminus supramental eine überbewusste Ebene des Wesens, welche sich nicht nur über dem Mental, sondern auch jenseits desselben befindet, weil sie sich radikal davon unterscheidet. Das Supramental ist jenseits und verschieden nicht nur bezüglich des gewöhnlichen Mentals, sondern auch im Vergleich mit den überbewussten Ebenen des Mentals, das heißt mit dem höheren Mental, erleuchteten Mental, intuitiven Mental und Übermental. Während alle diese überbewussten Ebenen des Mentals Mischungen von Licht und Dunkelheit, von Wissen und Unwissenheit sind, ist das Supramental das Wahrheitsbewusstsein ganz ohne Unwissenheit. Das Supramental ist in seiner eigentlichen Essenz ein Wahrheitsbewusstsein, immer frei von Unwissenheit. Ein Bewusstsein, welches das Fundament unserer aktuellen, natürlichen oder evolutionären Existenz ist und von wo aus die Natur in uns sich bemüht, das Wissen über das Selbst und die Welt sowie ein rechtes Bewusstsein und einen rechten Gebrauch unserer Existenz im Universum zu erlangen. Das Supramental, da es ein Wahrheitsbewusstsein ist, besitzt dieses innewohnende Wissen und diese Macht der wahren Existenz. Sein Fluss ist gerade und kann direkt zu seinem Ziel gehen. Sein Feld ist weit und kann sogar unbegrenzt werden, weil seine eigentliche Natur Wissen ist. Es muss kein Wissen erlangen, sondern besitzt es in seinem eigenen Recht. Seine Schritte sind keine aus der Unwissenheit in ein unvollkommenes Licht, sondern aus einer Wahrheit in eine größere Wahrheit, aus einer rechten Wahrnehmung in eine tiefere Wahrnehmung. Aus der Intuition in die Intuition, aus der Erleuchtung in das absolute und grenzenlose Strahlen, aus den sich ausbreitenden Weiten in die eigentliche Unendlichkeit. Auf seinem Gipfel besitzt es das göttliche Allwissen und die göttliche Allmacht. In seiner stufenweisen evolutionären Bewegung der Selbstmanifestation, durch die es am Ende die eigenen höchsten Höhen entdecken wird, muss es in seiner eigentlichen Natur essentiell frei von Unwissenheit und Irrtum sein. Es bricht von der Wahrheit und dem Licht auf und bewegt sich immer in der Wahrheit und dem Licht. Das Übermental. Zwischen dem Supramental und dem Mental gibt es höhere Stufen des Mentals, welche sich über unserem normalen Mental befinden und zum Supramental führen. Diese aufeinanderfolgenden Stadien, Ebenen oder graduellen Mächte des Wesens sind in unseren überbewussten Teilen versteckt. In einer herabsteigenden Ordnung sind es folgende Stufen des spiritualisierten Mentals. Das Übermental mit seinen vier Ebenen, supramentales Übermental, eigentliches Übermental, intuitives Übermental und mentales Übermental, sowie die drei übermentalen Kräfte, intuitives Mental, erleuchtetes Mental und höheres Mental, die den Übergang zum Mental herstellen. Während das Supramental das totale Wahrheitsbewusstsein ist, zieht die Ebene des Übermentals als Gesandte des supramentalen Bewusstseins in der kosmischen Unwissenheit die Wahrheiten in geteilter Form nach unten,
indem sie ihnen eine gesonderte Identität verleiht. Das Übermental ist eine Leinwand der unähnlichen Ähnlichkeit, durch die das Supramental in indirekter Weise auf eine Unwissenheit einwirken kann, deren Dunkelheit den direkten Einfluss eines höchsten Lichtes nicht ertragen oder erhalten könnte. Gerade die Projektion dieses leuchtenden Übermentals ermöglicht die Diffusion eines verringerten Lichtes in die Unwissenheit und das Werfen dieses gegenteiligen Schattens, des Unbewussten, welcher das ganze Licht in sich verschlingt. Denn das Supramental überträgt alle seine Wirklichkeiten auf das Übermental, überlässt es aber ihm, jene in einer Bewegung zu formulieren und in Übereinstimmung mit einem Bewusstsein von den Dingen, welches noch eine Vision der Wahrheit ist und dennoch gleichzeitig der erste Elternteil der Ignoranz. Das Übermental kennt den einen als die Stütze, die Essenz und die fundamentale Macht aller Dinge. Doch in seinem charakteristischen, dynamischen Spiel betont es seine trennende Macht der Vielheit und versucht, einer jeden Macht oder einem jeden Aspekt seine volle Chance der Manifestation zu geben, indem es sich auf das grundlegende Einssein stützt, um Disharmonie oder Konflikt zu vermeiden. Jede Gottheit, wie sie ist, schafft sich ihre eigene Welt, aber ohne Konflikt mit den anderen. Jeder Aspekt, jede Idee, jede Kraft der Dinge kann in der eigenen, vollen, gesonderten Energie und Pracht gefühlt werden und die eigenen Werte ausarbeiten, ohne Disharmonie zu schaffen, weil das Übermental den Sinn der Unendlichkeit besitzt und in der wahren, nicht räumlichen Unendlichkeit viele übereinstimmende Unendlichkeiten möglich sind.